war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Schon. Rein mit dir. Verdammt, mach schon. Ups. Verdammte Kids. Was ist mit Max? Sei still. Sei still! Das hier ist deine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name. Ja, wir waren ja schon genug wütend. Laura Kearney. Mit wem bist du unterwegs? Und wie steht ihr zueinander? Max Brinley, er ist mein Freund. Wohin wolltet ihr gestern? Zum Hackett's Quarry Summer Camp, das wissen Sie doch! Was ist mit Max passiert? Nein. Ich frag, du antwortest. So läuft das hier. Also ich wäre ja wütend, aber wir sind mal entgegenkommend. Schön. Was wollen Sie wissen? Ah, gut. Ah, warum wolltet ihr zu Hackett's Quarry? Max und ich sind dort Betreuer. Ach, Bullshit. Die Betreuer kommen erst heute. Wie gesagt, wir kamen eben zu früh an. Wir wollten einfach schon zum Camp. Warum nicht ins Motel, wie ich sagte? Ja, wir waren doch deutlich näher am Camp und pleite. Hm. Northkill. Okay, Sheriff. Hackett. Was? Hackett wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ihr steckt ein erstklassiger kosmischer Wir bringen uns jetzt um Super-Premium-Scheiße, Lady. Der einzige Ausweg? Halt deinen Mund und tu, was ich dir sage. Verstehst du das? Bitte hören Sie auf mit dem Scheiß und sagen Sie mir verdammt nochmal, was los ist! Was hat uns angegriffen und warum wurden wir verhaftet? Sie Psychopath! Ich will zu Max! Sofort!
Was? Nee, wir lassen das mal. Ich möchte ihn jetzt nicht aggressiv machen. Gehen wir. Wer weiß, was der sonst mit mir gemacht hat. Hey, sie, Arschloch! Sagen Sie uns endlich, was hier vor sich geht. Max! Haben Sie gehört? Max, alles okay? Ja. Ich bin noch leicht benommen, aber sonst geht es mir gut, glaube ich. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Ich meine, was ist nur passiert? Ja, der Sheriff wollte unbedingt ein Geständnis von mir, aber ich wusste ja noch nicht einmal, was genau ich gestehen sollte. Oh Gott. Was hat er benutzt, um dich zu zwingen? Eine Zange? Ein Schwert? Was? Ein Locher? Nein, er hat mich nicht gefoltert. Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja. Max! Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel hey. Ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Wir versuchen ihn mal zu beruhigen. Wir sind still. Ach ja? Max? Hey, wo ist meine echte Freundin? Shit. Die versucht gerade zu überleben, du Idiot. Na schön. Die Hände her. Na mach. Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey, hey! Gehen wir. Hände weg, Mann! Na los. Komm. Besser. Hey! Hör auf jetzt! Max, bleib ruhig. Du machst es nur schlimmer. Laura. Was haben Sie hier angetan? Sei still. Okay. Okay. Denk, Laura, denk. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nützliches. So, mal gucken. Zwei Sachen. Nee, drei Sachen kann man hier holen. Weht der Wind in North Kill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer.
Ja, passt. Gekritzelter Limerick. Sheriff Hackett scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Vielleicht ist das nicht das erste Mal, dass er jemanden widerrechtlich eingesperrt hat. Okay. Oh, ein Löffel. Ja, vielleicht kann uns auch ein Löffel helfen. Was ist das? Keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Dann nimm den verdammten Löffel. Achtung, Mann, ich bin empfindlich. Kleiner Freak. Hey, sobald wir herauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Wir sagen die Wahrheit. Ja. Wir sagen ja auch die Wahrheit. Furchtsam ist schlecht, aber... Wir beantworten alles. Sie können uns aber nicht ohne Erklärung einsperren und erwarten, dass wir bestens gelaunt sind, okay? Handeln wir das aus. Du kannst nicht mit mir verhandeln. Bitte. Bitte. Hey, Sie können uns nicht hier lassen. Hey! Komm zurück! Mit so einer schlaffen Reaktion habe ich jetzt nicht ge... Fuck! Fuck! Verdammter Scheißwichser! Alles okay? Ist nur der Fuß. Halb so schlimm. Ich meinte das Verhör gerade. Oh. Ja. Niemand schafft Max. Versuchen viele, schafft niemand. Ich meine es ernst, Max. Er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und... wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und... ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Nein. Hm. Frech. Oh hey, hast du sein Namensschild gesehen? Heißt er etwa nicht Detective Pisswichser? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett. Doch,
Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer-Entführungsring? Das... Ich meine... Was? Nee, der wirkt doch nicht wie ein Kidnapper. Da ist irgendwas anderes mit diesem Typen komisch. Na gut, Sheriff Hackett wirkt jetzt vielleicht nicht wie ein typischer Kidnapper, aber wie ein Polizist benimmt er sich auch nicht. Was weißt du, wie Kidnapper wirken? Ich will uns einfach nur hier rausbringen und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen? Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. So weit wird's nicht kommen, Max. Er kann uns nicht ewig festhalten. Er scheint das anders zu sehen. Du musst positiv denken, niemals aufgeben. Warum? Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni. Ich meine, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Das lasse ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Wir sind bald draußen. Ich studiere Tiermedizin und du... wirst dann... Was? Ich werde was? Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Das Absageschreiben der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest du an meiner Tasche? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hab mich geschämt. Aber dein Abschluss ist gut und dann erst dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Tut mir leid, Max. Das ist voll scheiße. Hey, es gibt aber Schlimmeres diesen Sommer. Ach nein, was denn? Tut mir leid. Ich hätte es sagen sollen. Du weißt, du kannst mit mir über alles reden, ja? Ja. Ja, ich weiß. Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... was immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war richtig komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert. Von einem Ding. Und dann taucht der Cop auf. Das ist alles verschwommen. Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem...
Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde ist, Laura, ich hab nicht einen Kratzer. Was? Hey, okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor hab ich doch gesagt... Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also, weißt du, Vollmond? Ja? Was, wenn... Okay, nein, stopp. Ich meine ja nur, vielleicht war es ja sowas wie... Also ein Werwolf? Drehst du jetzt... Vollständig am Rad? Werwölfe, echt jetzt? Komm mal klar. Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay, und wird es auch noch besser? Zombies? Aliens? Dimensions-Draculas? Ryan, ja? Ja? Du willst Fakten? Ich hab Fakten. Unterbrich mich nochmal und ich bin weg. Wie du meinst. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick? Mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Okay, du warst aber nicht so rational, als du meine Hand von meinem Körper abgetrennt hast. Du wolltest das. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Was? Es war das Richtige. Ah, sie kennt sogar ein Gedicht darüber. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen.